Kein Kontakt zu jeglichen Bogenbogen. Alle Einheiten, führe Funk über Funk. Alle Einheiten, Leitungsfrei machen, over. 5 Millimeter, bitte Lagebericht. Was ist da los? Over. Bitte kommen, over. Wir brauchen sofort einen Lagebericht. Einsatzbereitschaft. Da bewegt sich was an Punkt 3 und 5. Aktivität auf den Frachtschiffen bestätigt. Das Ziel ist die Flotte. Das wird ein Massaker. Ganz ruhig, Lieutenant. Wie viele Leute haben wir denn noch da draußen? Scanne. Sekunde. Ich verbinde. Alle Sentinel-Teams, antwortet. Sentinel 2-2, Funkcheck, laut und deutlich. Sentinel 2-1, laut und deutlich. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich komme. Das Beste ist, ihr wartet beim Träger. Ich bin gleich da. Herzlich willkommen zurück. Let's play Call of Duty Advanced Warfare. Ja, Jonathan Iron, CEO von Atlas, geht jetzt keine Umwege mehr und greift jetzt auch im eigenen Land an. Im letzten Part haben wir gesehen, wie er mit seinen tödlichen Drohnen gleich die komplette San Francisco Golden Gate Bridge in Schutt und Asche gelegt hat. Ja, und jetzt geht es weiter. Seine Schergen sind unterwegs, die Flotte anzugreifen, die vor Ort ist. Und wie versprochen, Atlas will kommt die Kontrolle über die Waffensysteme des Trägers. Wir brauchen Störer an den Railguns und müssen unseren Technikern Zeit verschaffen. Auf dem Träger sind überall feindliche Truppen. Sie versuchen die Brücke zu übernehmen. Bewegung. Damit lassen wir sie nicht durchkommen. So, als Mitchell sind wir jetzt wieder hier im Einsatz auf den Trümmern der Golden Gate Bridge. Und es geht auch direkt weiter. Wir werden gleich wieder gebeten, hier das Feuer zu eröffnen. Ich muss das mal ausstellen, diesen verdammten Steam. Was, ich soll an irgendeiner Railgun was montieren? Okay, tu mir das. Oh, da haben wir wieder einen von den ganz bösen Jungs. Verdammt nochmal. Hier sind einfach zu viele Feinde in diesem Gebiet unterwegs. Hier muss man sich echt ganz schön ranhalten. Problem ist auch, dass diese Jungs echt eine Menge aushalten. Also während es noch in anderen Call of Duty Teilen möglich war, mit ein, zwei Schüssen die Gegner zu erledigen, braucht man hier schon fast ein halbes Magazin für so manche Gegner. Da ist zum Beispiel einer von diesen Kollegen. Werfen wir auch mal eine Teasergranate da hoch, damit wir wissen, was da oben eigentlich los ist. Währenddessen werden immer noch beschossen von da drüben. Oh, Mist, ey. Ich habe keine Ahnung, wo ich überall hier hinschießen soll. Ich habe auch einfach nur so ein mickriges Magazin. Diese 30 Schuss sind halt auch so unfassbar schnell verschossen. Und die KI-Kameraden sind natürlich dafür bekannt, nicht allzu effektiv zu schießen. Wir schauen nur, was wir hier noch als zweite Möglichkeit haben. Das sieht doch ganz gut aus. So, dich mache ich kaputt und dich mache ich kaputt. Du schießt mir nicht nochmal in die Seite. So, wieder nachgeladen. Eine im Nordosten.
habe ich dich. Wow, das nenne ich mal Schlachtschiff. So, jetzt ist Feierabend. Ich werde schon wieder von irgendwo beschossen und ich weiß nicht von wo. Okay, 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 ich bin ja schon auf dem Weg. Alter, ich bin dabei. So, da müssen wir hin. Klebt das Ding an die Wand. Springer nähern sich. Der Störer ist platziert. Einer noch. Zwei Warbirds nähern sich von Westen. Atlas-Helis im Anflug. Ziele seien sich ab. Der Warbird hat das auf euch abgesehen. In Deckung. So, weiter geht's. Ah, verdammt nochmal, da sind auch schon wieder Drohnen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. So, kämpfen wir uns hier durch. Wo wir hingucken, feindliche Einheiten. So, du bist wieder einer von den ganz bösen Jungs. Ja, ich platziere ja schon, sobald ich ein paar von diesen verdammten Drohnen abgeschossen habe. Mitchell, platzieren jetzt! Ja, halt die Klappe, ich bin ja schon auf dem Weg. So. Das sollte sie bremsen. Well, ganz gesichert. Sind auf dem Weg zur Brücke. Nehmen wir mal die Beine in die Hand und folgen unseren Kameraden. Schalten sich noch mehr ab! Noch mehr von ihnen bei der Laderampe! Verdammt, sie sind überall! Schneller, schneller, schneller! Die Luftunterstützung. Vergesst die Booster! Zack! Es nützt mir nichts, wenn ihr euch den Hals brecht. Da haben wir da so ein paar kleine Mini-Ruckler. Das liegt nicht an meiner Framerate, möchte ich ankündigen. Oh, Munition. Wir müssen zur Brücke. Der tritt einfach die Scharniere weg. Schaut euch mal an, was das für massive Teile sind. Oh, Common hat richtig schlechte Laune. Ah, so sieht also heutige Nachtsicht aus. Hm, wir sehen aber sogar so schon ziemlich gut. Naja, passt schon. So, immer schön in Deckung geblieben. So, wo geht's weiter? Werfen wir mal eine Infogranate. Ah, das war's sogar schon. Okay, wir haben alle. Hier lang. Wo denn, Gideon? Alles klar, hier hinten. Nachtsichtgerät aus. Das feindliche Team kontrolliert das Laser-Luftverteidigungssystem. Wir müssen zur anderen Seite des Hangardecks vorschießen. So, hier wehren wir uns doch gleich mal lieber mit ein paar Granaten. Vor allen Dingen, was ist das, was hier auf dem Boden liegt? Das sind irgendwie... Ich weiß nicht, so Brandgranaten, sowas in der Richtung. So, du bist so ein böser Junge, der mir mit Sicherheit gleich wieder in den Rücken fallen will. Feind im Süden.
So, habe ich euch mal flankiert, Jungs. Ich kann das nämlich auch. Wieder einer von den Jungs, die richtig viel aushalten. Uah, Hilfe. Oh, wo kommst du denn her? Oh, kurz mal ausgeruht. Boah, verdammt. Ich glaube, jetzt haben wir uns gerade mit einer Granate selber gesprengt. Wir sehen daran auch, dass diese Jungs echt eine Menge aushalten. Ihr seht das. Echt heftig manchmal. Oh, hoppla hopp. Entschuldigung. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder auf Verbündete geschossen. Im Gegensatz zu den Feinden halten unsere Typen natürlich gar nichts aus, wie wir gerade gesehen haben. Ja, schön weg da, Jungs. So geht das nämlich viel einfacher. Ach, verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Hör doch auf, dich bei mir in den Weg zu stellen. Nochmal das Ganze. So, ihr seilt euch hier nicht ab. So, laufen wir doch einfach mal hier rüber. Vielleicht haben wir da ein bisschen besseres Schussfeld. Ja, wir haben ihn erledigt. Noch so einer, der einfach nicht umfallen will. Aber das hat jetzt geklappt. Sehr schön. So, wir hauen mal wieder ein paar Scharniere weg. Nein, diesmal machen wir die Tür richtig auf. Und ich gebe schon mal zur Erinnerung, wir befinden uns an Bord eines Schiffes und es wäre kein Call of Duty, wenn das nicht gleich mit untergeht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Transportkapseln nähern sich der Position. Wir sind fast bei der Brücke. Ja, Atlas-Einheiten sind weiterhin hier unterwegs. Oh. Alter. Die Treppe hoch. Comeng hat heute einen ziemlich fiesen Schwinger drauf. So, da sind wir auch schon wieder. Ich entschuldige mich für einen Call of Duty Absturz. Ich habe leider nicht herausgefunden, warum das Spiel gerade abgestürzt ist. Allerdings hoffe ich jetzt mal, dass das Spiel sich jetzt wieder gefangen hat. Und wir widmen uns unserer eigentlichen Mission wieder. Ja, das versuche ich ja gerade. Eieiei. Uff. Ziemlich träge, diese Kanone hier. So, wie ich auch vor kurzem schon mal erwähnt habe, irgendwas muss ja irgendwie untergehen. So, das hätte ich. Du stürzt ab und du stürzt ab. So, noch zwei Treffer. Okay, das war's sogar schon. Haben wir dich. Hier sind noch die Trümmer der Golden Gate Bridge noch zu sehen. Verdammte Scheiße. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was passiert jetzt? Jetzt? Ions hat Tausende von Unschuldigen auf US-Boden getötet. Jetzt holen wir ihn uns und machen ihn fertig.
Und genau das ist unser Plan für die nächste und dann wahrscheinlich auch letzte Mission. Ja, wie gesagt, den kleinen Call of Duty-Absturz konnte ich jetzt leider nicht zurückverfolgen, aber wir haben uns ja wieder gefangen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es geht spannend weiter mit Call of Duty Advanced Warfare. Bis dann.